Herzlich willkommen zu meinem Video Bildschirm abfilmen, so schnell geht's mit dem kostenlosen Captura. Mit dem kostenlosen Captura-Programm von Matthew Sessions kann man den Bildschirm abfilmen, um zum Beispiel Lernvideos oder Let's Plays filmen zu können. Da Captura Open Source ist, könntest du sogar selber das Programm verändern und weiterentwickeln. Die Webseite findet man unter dieser Adresse und Matthew Sessions, ein Bild von ihm sieht man in seinem Blog. Das ist der Mann, der dieses Programm immer wieder laufend weiterentwickelt und so ein großartiges Software geschrieben hat. Wir verwenden Captura in der Version 8.0 und herunterladen kann man es, wenn man hier bei Google eingibt, Captura Download. Da hast du einige Seiten nochmal angeführt. Ich gehe mal zu seiner Original-Webseite. Da hast du noch einmal die URL und da kann man das dann runterladen. Wenn ich hier auf Download gehe, bekomme ich dann zwei Versionen dann angezeigt. Das ist immer die Setup-Version. Also klar, lass es herunter, installierst es, wie du es von Windows 10 gewohnt bist. Dann gibt es hier noch eine Portable-Version. Die bietet sich dann an, wenn du einfach nur eine Datei runterladen willst und das Programm starten möchtest, also ohne es irgendwie installieren zu müssen, wenn du vielleicht wenige Rechte drauf hast. Ich habe diese ZIP-Datei heruntergeladen, ich gehe jetzt in den Ordner hinein und zeige dir, wie man die mal dann irgendwie ja, in Betrieb nehmen kann. So, hier ist diese ZIP-Datei, die ich heruntergeladen habe und die muss ich dann nur noch entzippen, rechte Maustaste, alle extrahieren, ja, klicke ich drauf, und hier wird mir ein Ordner vorgeschlagen, wo dann all die Dateien, die in diesem ZIP-Datei drinnen sind, dann drin landen. Da würde ich auf Extrahieren klicken, das habe ich vorhin gerade gemacht, deswegen klicke ich jetzt auf Abbrechen, gehe jetzt da in den Ordner hinein, habe dann all diese Dateien, die in der ZIP-Datei drinnen waren und klicke dann auf Captura Exe und das Programm wird gestartet. Da habe ich jetzt einmal das Programm gestartet, das ist es hier, wenn ich es über Installiert starten würde, würde ich zum Windows-Menü gehen und tippe Captura ein und kann es dann starten. Ich verwende jetzt hier mal diese Variante, schauen wir uns einmal die Benutzeroberfläche an. Du hast hier die Möglichkeit, dass du hier einen Screenshot machst, dass du hier dann die Filmaufnahme startest. Das heißt, du kannst Screenshots machen, also einzelne Fotos, und du kannst aber auch filmen. Dann gehen wir weiter die Benutzeroberfläche durch. Wenn ich hier auswähle, du siehst, das ist dann umrandet, dann zeigt er, wenn ich ein Video mache, auch dann die Mauszeiger oder den Cursor. Oder man sieht zum Beispiel, wo ich hinklicke. Sieht man dann auch, wird auch mit in das Video mit hineingenommen. Oder man sieht dann auch wirklich Tastatureingaben, die ich dann da vornehme. Dann bin ich hier natürlich dann und kann als erstes dann nur Audio zum Beispiel aufnehmen. Also ich könnte hier einen reinen Text vorlesen und dann eine MP3-Datei erzeugen. Wenn ich das hier auswähle, nur Audio, muss ich das Audioformat einstellen und wähle dann hier zum Beispiel MP3 aus. Dann kann ich ein MP3-File erzeugen, ohne dass irgendein Video aufgenommen wird. Wesentlich, dass ich hier natürlich ein Mikrofon mir ausgewählt habe, das an meinem Computer dann tatsächlich auch angeschlossen ist. Bei einem Laptop hast du dann natürlich eins. Und da würdest du dann das Mikrofon deines Laptops dann verwenden. Dann habe ich hier im restlichen Bereich eigentlich Videoaufnahmemöglichkeiten. Wenn ich jetzt hier diese Variante wählen würde, dann würde er mir den gesamten Bildschirm aufnehmen. Wenn du zwei Monitore hättest, würde er beide Monitore auf einmal aufnehmen. Entscheidend ist, dass man hier den richtigen Codec einstellt. MP4 würde ich hier einstellen mit AAC. AAC ist dann dieses Audio, das beim Video dann dabei ist, würde ich hier einstellen. Als Frames per Second, das heißt wie viele Bilder pro Sekunde dann immer wieder in diesem abgefilmt werden, würde ich 30 belassen. Da läuft das Programm am stabilsten, du kannst auch eine höhere Zahl dir mal probieren, dann kann es aber sein, dass es vielleicht zu Fehlern im Programm kommt. Die Qualität von 70 ist meiner Ansicht nach in Ordnung, du kannst ein bisschen experimentieren. Wenn du auch zu deinem Video etwas sprechen möchtest, dann wiederum hier wieder Audio, stell das Mikrofon ein, dann bist du auf der sicheren Seite über Screenshots mit Captura werde ich in einem anderen Video dir etwas sagen. Dann sind wir beim Ausgabeordner, den müsstest du hier einstellen, wenn du nicht mit dem vorgeschlagenen einverstanden bist. Du kannst einfach herklicken und dort stellst du also den Ordner ein, wo deine ganzen Videos landen. Wenn du dann zu deinen Videos selber gelangen möchtest, das ist dann dieser Ausgabeordner, den du hier dann öffnen kannst. Ja, jetzt waren wir gerade dabei, den ganzen Bildschirm, Vollbildschirm, also auch zwei Monitore zum Beispiel. Hier kannst du dann, wenn ich hier klicke, den Bildschirm auswählen, den du aufnehmen möchtest. Das wäre, wenn du nur einen Monitor hättest, wäre es eh dann klar. Ich habe hier zwei, deswegen klicke ich jetzt hierher und kann das hier dann auswählen. Das wäre bei mir Display 1. Wenn ich hier ein bestimmtes Fenster mir zum Beispiel nur aufnehmen wollte, nehmen wir an, ich habe hier einen, klicke mal daher, dann muss ich mir das Fenster aussuchen. Ich habe hier den Browser, wenn ich im Hintergrund noch andere Fenster hätte, müsste ich die jetzt dann auswählen. Ja, ich könnte jetzt hier auch zum Beispiel nur, jetzt wähle ich das hier aus, jetzt würde ich nur das Fenster von Captura zum Beispiel aufnehmen. Ich könnte aber auch hierher gehen und könnte nur bestimmte Ausschnitte, das ist dann Region nehmen, das ist, das sind hier gestrichelte Linien dargestellt und könnte zum Beispiel sagen, okay, ich nehme einen Teil von meinem Captura-Fenster oder einen Teil hier oben von dem Browser
und den filme ich dann ab, dann würden wirklich nur das, was da in diesem strichlierten Bereich ist, dann abgefilmt werden. Und hier könnte ich dann die Aufnahme dementsprechend starten. Ich möchte jetzt aber hier einen Bildschirm abfilmen, nämlich nur eine Seite, diesen Monitor hier, den habe ich jetzt hier ausgewählt. Das haben wir jetzt hier besprochen. Jetzt können wir eigentlich dann schon da auf der linken Seite hinuntergehen. Wenn ich hier auf diese Uhr praktisch klicke, dann sehe ich hier die letzten Aufnahmen. Wenn ich dann mit einem Klick mit der linken Maustaste drauf gehe, sehe ich hier dementsprechend dann die letzte Aufnahme. Ja, das machen wir jetzt mal nicht. Das gehe ich hier hin zu den Einstellungen. Da solltest du Deutsch einstellen, German, Deutsch. Wenn bis jetzt alles hier bei dir Englisch war, da gleich einmal als erstes hingehen, Deutsch einstellen. Restart-Countdown würde bedeuten, wenn ich hier zum Beispiel 3 einstellen würde, dass er erst nach 3 Sekunden, wenn ich hier Aufnahme gestartet habe, er mit der Aufnahme beginnen würde. Bei Start der Aufnahme minimieren hat es den Sinn, dass dieses Fenster hier da nach unten wandert, dass es nicht mitgefilmt wird. Und damit es dann aber wieder zurückkommt und ich sagen wir so, es leicht wieder finden kann nach der Aufnahme, will ich hier immer im Vordergrund. Das heißt, es verschwindet dann bei der Aufnahme, kommt aber nach der Aufnahme wieder im Vordergrund und ich kann dann hier wiederum weiterarbeiten. Das nächste, was wir hier sehen, ist Overlays. Wenn ich hier herklicke, geht dann ein Fenster auf und da kann ich ein paar Einstellungen vornehmen, die ich vorhin eigentlich schon ein bisschen angesprochen habe. Du hast hier die Mauszeiger, kannst dich erinnern, wenn ich da herklicke, wird er mit aufgezeichnet und so weiter. Und da gibt es aber Dinge, die man mit reinnehmen kann. Wenn ich nämlich hier bei Maus gehe, sollte ich hier dann ein Hacker, ein Häkchen setzen bei Display, das dann wirklich dargestellt wird. Dann bei Text hätte ich noch einen Vorschlag. Wenn du hier nämlich das Häkchen setzt bei Display, dann könntest du hier einen Text eingeben, der im Bildschirm in einem bestimmten Bereich, du kannst es versetzen, du siehst es, ich verschiebe das hier, der an einer bestimmten Stelle dann dargestellt werden würde. Ja? Und so könntest du dann zum Beispiel deinen Namen, ich mache das hier bei meinen, dann mit in dieses Video dann hineinnehmen. Du könntest auch die Schriftgröße vergrößern. Meine, wenn du jetzt hier 200 einstellst, dann besteht das Video nur aus diesem Text. Also weniger sinnvoll. Also schau dir vor allem Maus und Text an. Experimentiere ein bisschen, du könntest hier auch einzelne Images, das heißt bestimmte Bilder mit hineinnehmen. Raus komme ich aus diesem Fenster, indem ich hier dieses kleine Fenster dann zumache. Dann habe ich die Möglichkeit, hier noch einmal auf Einstellungen zu gehen. Dann geht dieses Fenster auf. Es geht übrigens auch auf einen anderen Weg. Du musst dann nicht hierher gehen und dann wieder auf Einstellungen, sondern du könntest auch hierher gehen. Dann geht dasselbe Fenster auf. Da gibt es wieder bei Einstellungsmöglichkeiten, Proxy würde ich gleich belassen, Sound ebenfalls. Das hier ist ein wesentlicher Punkt, nämlich Hotkeys. Wenn du deine Aufnahme mit einer Tastatur starten möchtest, das würde ich dir bei Start und Stopp zum Beispiel empfehlen, weil wenn dieses Fenster dann verschwindet, dann möchtest du die Aufnahme wieder beenden und dann müsstest du das nicht irgendwie erst dann suchen und dann wieder daherklicken. Und wenn du hier diese Tastenkombination dir merkst, dann macht das natürlich dementsprechend Sinn. Und das macht auch dann einen Sinn, wenn du andere Programme bei dir installiert hast, die ähnliche Tastenkombinationen bzw. gleiche Tastenkombinationen verwenden. Wenn ich jetzt hierher gehe und die verändern möchte, dann klicke ich hier hinein. Du siehst, es wird da nichts mehr dargestellt. Und ich drücke dann hier eine neue Tastenkombination oder die gleiche in dem Fall, Steuerungstaste und F5 zum Beispiel. Wenn es nicht gleich ordentlich dargestellt ist, dann meine andere Registerkarte, gehst wieder her und dann wird das dann schön eingeblendet. Also wenn du Shift F5 bei mir, habe ich es bei mir so eingestellt. Je nachdem, was du eingestellt hast, bitte schau bei dir nach. Würde ich die Aufnahme dann zum Beispiel dann schon starten. Ja, dann sehen wir bei FMPEG. Das ist dieser Codec, auf den ich da vorhin schon verwiesen habe, dass man hier den einstellen sollte, MP4. Dann kannst du den herunterladen. Wenn du nämlich nicht installiert hast, und das wird sehr wahrscheinlich der Fall sein, dann gehst du hier auf Download, FMPEG, dann geht wieder ein Fenster auf. Und dann klickst du hier auf Start Download, dann wird das heruntergeladen, je nachdem wie schnell deine Internetgeschwindigkeit ist. Da gehst du auf 30 MB, ladest du da herunter. Es wird in diesen Ordner heruntergeladen. Wenn du möchtest, dass in einen anderen Ordner heruntergeladen wird, müsstest du ihn hier anders einstellen. Ja, dann hast du das heruntergeladen und dann haben wir eigentlich so die wesentlichen Einstellungen dann schon hinter uns. Und ich klicke jetzt hierher und ich möchte dann die Aufnahme wieder starten. Und du erinnerst dich, ich habe ja hier die Tastenkombination mir dann überlegt. Mit Shift F5 werde ich das dann starten. Ich möchte mal kurz in eine Textverarbeitung gehen, um dir das dann die Aufnahme zu zeigen. So, ich bin jetzt hier im Word herinnen und möchte ein bisschen zeigen, wie man da was aufnehmen könnte. Ich drücke Shift F5 zum Starten der Aufnahme. Später werde ich dann auch wieder die Aufnahme mit Shift F5 stoppen. Ich drücke also jetzt Shift F5, die Aufnahme beginnt. Das Fenster ist weg und ich kann jetzt hier etwas tippen. Tippe jetzt irgendwelche Buchstaben, wenn du Buchstaben tippst und dann die Enter-Taste drückst, dann kommen die nächsten Absatz und so weiter.
Ich habe also jetzt gezeigt, wie man Text in Word eintippen kann. Jetzt beende ich die Aufnahme, drücke wieder Shift F5. Das Fenster ist dementsprechend wieder da. Und das Video wird gerade jetzt ein bisschen verarbeitet, gespeichert. Man sieht das hier herunter im Fenster, es ist gespeichert. Ich gehe jetzt hier zu meiner Uhr und habe dann hier dieses Video hier schon eingeblendet. Wenn ich jetzt, wenn ihr längeres Video braucht, dementsprechend etwas länger. Ich klicke jetzt mit der linken Maustaste drauf. Das Fenster ist weg und ich kann jetzt hier etwas tippen. Vergrößere das Fenster. Du siehst hier links hier unten mein Name und hier siehst du all diese das, was ich eingetippt habe. Das heißt, man könnte sich überlegen, ob man das nicht dann dementsprechend dann Namen zum Beispiel dann an eine andere Stelle dann zum Beispiel einfügt. Ja, last but not least möchte ich zeigen, wie man das auch noch ein bisschen verändern kann, schneiden kann. Man geht zu diesem Fragezeichen, geht hier zu diesem Trim-Werkzeug, klickt da drauf. Dann hat man dieses Fenster. Und kann dann hier das File hereinholen, das man gehabt hat. Ich klicke auf Open File, wähle mir das jetzt wieder hier aus. Und das ist schon mein Video, das ich hier gehabt habe. Wenn man sieht, ich habe das jetzt hier gerade geöffnet und da kann ich hier den Anfang des Videos zum Beispiel und das Ende des Videos könnte ich mir dann zuschneiden, dass wenn ich am Anfang noch Blödsinn gesagt hätte, kann ich hier ausprobieren. Weg zum Beispiel, dann schneide ich das so zu. Und so kann ich mir das dann eben ausprobieren. Wenn ich das dann auch speichern möchte, klicke ich hier auf Trim, dann wird das berechnet und ich kann dann hier mit einer Dateiname festlegen und es dann speichern und habe das dann dementsprechend auf meiner Festplatte. Ich gehe auf X und last but not least natürlich hier den Ausgabeordner. Wenn ich da drauf klicke, komme ich genau zu dem Ordner, wo ich dann die Datei dann gespeichert habe. Ja, ich hoffe, dass dir diese kurze Einführung im Captura genutzt hat. Das ist wirklich ein geniales Programm. In einem anderen Programm zeige ich dir dann, wie man Screenshots mit Captura machen kann oder reine Audioaufnahmen. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann sicher gleich im nächsten Video.